Und damit herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 2. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie es hier weitergeht. Wir haben das letzte Mal hier diese Tür gesehen und herausgefunden, dass der Schlüssel, den ich dafür schon gefunden habe, leider nicht passt. So, jetzt bloß die Frage, was müssen wir... Oh, da ist Wasser. Was müssen wir dann machen? Ach, jetzt wollte ich schon gerade wieder speichern. Folge gerade begonnen, noch nichts Aufregendes gemacht. Das Erste, was ich mache, nach 10 Sekunden Sprechzeit speichern. Man könnte ja wichtigen Fortschritt verlieren, wie ihr wisst. Deswegen, ja, meine Paranoia. Ihr kennt sie ja bereits. Gut. Da ist ein Rotorblatt, wo ich mir ehrlich gesagt nicht wirklich sicher bin, was ich damit machen kann. Oder ob ich damit was machen kann. Da kann man auf jeden Fall durch irgendwie. Ja, so auf jeden Fall nicht. Also man kann auf jeden Fall dahinter. Ich weiß bloß noch nicht, wie. Ich kann mich noch... Hier unten kann ich mich noch an eine Sache erinnern, dass man irgendwo mal auf ein Boot trifft. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Und wo das ist. Ich meine, gut, das eine impliziert das andere. Gehen wir stark davon aus. Ihr wisst schon, was ich meine. So. Ah, hier hoch. Ach ja, und wenn diese Folge rauskommt... Sorry übrigens, dass ich die letzten zwei Tage keine Folge rausgehauen habe. Das war ein bisschen mein Eigenverschulden, weil ich dann irgendwie ein bisschen verpennt habe, noch was aufzunehmen. Ich allerdings dann schon so müde war, deswegen tut's mir leid, aber ja, sorry. was ich sagen wollte ist, wenn diese Folge rauskommt, dann... Oh, nee, das ist mir hergekommen, ne? Ja, doch, stimmt, da haben wir den Keller erledigt und dann war der Flammenwerfer-Typ. Wenn diese Folge rauskommt, dann checkt mal doch mal den Livestream ab von mir. Weil sie wird schon sehr, sehr früh rauskommen, die Folge. Ich denke, ich setze so die Veröffentlichungszeit auf 4 Uhr. Ich denke, das passt. Und ich habe halt gemerkt, dass meine Zuschauer vor allem früh die Folgen anschauen. Deswegen, ich weiß nicht, wie sehr euch Call of Duty interessiert. Morgen ist ja, also morgen 3 Uhr nachts, ist ja der Release für die PC-Spieler. Und ich werde mit aller großer Wahrscheinlichkeit, wenn die Folge rauskommt, noch streamen. Deswegen, ihr könnt euch ja überlegen, falls ihr einen Stream joinen wollt. Je nachdem, ob es euch interessiert. Ich kann es ja keinem erzwingen. Nicht jedem macht Call of Duty oder Ego-Shooter Spaß. Vor allem die Leute, die hier Tomb Raider zuschauen, kann ich mir gut vorstellen, dass es denen keinen Spaß macht. Deswegen, ich bin euch auch nicht böse, wenn ihr nicht joint. Insofern, ja, ich wollte es bloß erwähnt haben, dass es die Möglichkeit gäbe. Ja, ich bin, wie ihr seht, ein bisschen planlos noch, weil ich noch nicht ganz verstanden habe, wie hier der Zusammenhang ist mit diesem, mit ihm hier. Und ich weiß nicht wirklich, wie ich da so reinkomme. Also da kann man sich noch hangeln. Aber die Frage ist, wie komme ich denn dahin? Weil wir haben ja auch schon rausgefunden, ich kann mich ja da... Achso, das sind die Hunde bei uns im Treppenhaus. Ich hab schon gedacht, was ist denn jetzt los? Ja, weil ich sie auf einmal bellen hab hören. Gehört hab... Nee, bellen hab... Nee, hä? Ihr wisst schon, was ich meine. Ich hab's auf jeden Fall gerade bellen gehört. So, jetzt habe ich es richtig erwischt. Und da war ich hier gerade ein bisschen irritiert, weil ich mich ein bisschen gewundert habe, woher das kommt, weil es ziemlich laut war. Deswegen... Ja. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob mein Rumgeeiere da wirklich so zielführend ist. Ich denke, ich gehe nochmal kurz runter, weil man hat ja da unten diese eine... Nee, warte. Oder? Das haben wir ja verschoben gehabt, aber ich glaube, wir können da nicht wirklich was weitermachen, oder? Lass mich nochmal kurz zurückgehen. Nee, das geht ja nicht. Wieso kann ich das überhaupt verschieben? Weil ich... Ich hab doch da jetzt nicht wirklich einen Vorteil gewonnen, oder? Oder ist da auf der anderen Seite noch was? Nee. Das leuchtet mir nicht wirklich ein. Ich schau nochmal hier. Weil, wie gesagt, da ist eine Klappe, wo es runtergeht. Und ich weiß bloß nicht mehr, ich glaube. Wir haben da nicht wirklich was machen können. Ist hier vielleicht ein Schalter? Ach, jetzt müssen wir wieder den Bildschirm hier ausmachen. Weil, also meinen anderen Bildschirm, weil sonst erblinde ich hier noch. Ach ja, genau, das war diese Stelle mit dem...
wo man da nicht weiterkommt, ne? Ich kann da glaube ich auch nicht. Nee, es geht nicht. Aber wir müssen da irgendwie hin. Also irgendwo ist da ein Hebel, wo ich dann da hoch kann. Aber ich habe halt keine Ahnung wo. Also ich weiß auch gar nicht, wie gesagt, ob wir, wenn wir jetzt hier ganz runter gehen, ob das auch wirklich so sinnvoll ist. Also jetzt schon, vielleicht muss ich da auch erst später hin. Weil wir sind ja da runtergesprungen, glaube ich, ne? Nee. Wir sind ja getaucht. Oder haben getaucht. Oh Mann. Der Levelabschnitt ist ein bisschen komplizierter als die anderen. Ich möchte jetzt aber noch nicht nachschauen. Um ehrlich zu sein. Also was mich halt irgendwie irritiert, ist halt, dass da unten irgendwie Wasser ist und dass man da nicht weiter kann. Echt, ist da, geht's da gar nicht lang? Also wirklich null ist vielleicht im Wasser was? Weil warum soll hier Wasser sein? Jetzt mal ehrlich. Der Wasserpegel kann ja auch nicht magisch steigen. Da übersehe ich hier eine Lücke, wo ich durchkriechen kann. Oder kann ich da einfach durchkriechen? Das kann ich mir nicht vorstellen, aber. Das ist ja eigentlich. Moment. Lara, du kennst? Hä? Ach, das ging, glaube ich, gar nicht in dem Teil, oder? Oder? Ich glaube, wir. Sind wir jemals gekrochen? In dem Teil? Zumindest die Tasten, die mir gerade einfallen, die gehen nicht. Das waren die Tasten bei Tomb Raider 3 jedenfalls. Ich bin mir gerade echt unsicher, ob wir das überhaupt hier konnten in dem Teil. Ja, nee, also irgendwie ein bisschen verplant. Und mit dem Teil interagieren kann ich wahrscheinlich auch nicht. Nee. Okay. Dann habe ich keine Ahnung. Vielleicht hier noch irgendwo? Ah. Ja. Das schaut halt. Also, das verleitet halt ja schon dazu, dass man ein bisschen so blind wird. Also im Sinne von, dass man Sachen übersieht. Jetzt nicht blind im herkömmlichen Sinne, sondern halt einfach. Ja, nicht wirklich alles entdeckt so direkt. Alles entdeckt so direkt, reimt sich. Ich probiere es jetzt einfach nochmal. Vielleicht geht es ja jetzt auf magische Art und Weise. No. Ja. Dachte ich mir schon. Wie heißt denn unser Key eigentlich? Sternschlüssel. Ja, gut. Der Sternschlüssel. Weiß ich nicht, wofür der ist. Vielleicht für die Sterntür. Ha! Welche Erkenntnis? Ach, Mist, ey, das geht doch nicht. Wie soll ich denn da hochkommen? Das geht doch gar nicht. Oder hätte ich da irgendwie anders runtergehen müssen? Waren wir dann. Nee, da waren wir noch nicht oben drauf, oder? Und dahin? Da komme ich nicht hin. Das geht nicht. Nee. Oh Mann. So ganz steige ich hier nicht durch, wie man vielleicht merkt. Ah, nee. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so geht. Ich meine, gut, da ist auch noch so eine Nische, wo man irgendwie so sich festhalten kann, aber wie soll ich denn da hinkommen? Gar nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen. Na gut, 10 Minuten vertrödelt. Ich würde jetzt mal sagen, wir laden jetzt mal einen vorherigen Speicherpunkt. Oder, nee, bevor ich das mache, gehe ich erstmal kurz mal tauchen. Bloß dahinten. Weil da war ja, da wo wir hergekommen sind, da gibt es ja diesen Punkt zum Tauchen. Einen Hebel habe ich hier aber nicht übersehen, oder? Nee. Nö. Waren da drin nicht Haie? Nee. Moment, Auge juckt. Kratzen, kratzen. Waren hier unten nicht irgendwie Fische? Oder irgendwie irgendwas Gefährliches auf jeden Fall. Nicht? Oh, was ist denn jetzt los? Kamera? Macht keinen Spaß hier. Das ist todernst. Gibt es ja eigentlich gar nichts.
Kann sein, dass ich jetzt gleich absauf. Und dann haben wir zumindest schon mal gesehen, ob es hier unten noch irgendwas gibt. Ja, ich denke, absaufen tue ich nicht. Ich denke, ich schaffe das noch nach oben. Ah ja, genau, da waren die Fische. Ach, warte mal. Wir kommen ja gar nicht mehr zurück. Oder? Oder kann ich da wieder hoch? Weil den Schlüssel haben wir doch hier unten gefunden. Warte mal, da kann man doch klettern. Das muss doch irgendwie gehen. Irgendwie muss ich doch da zurückkommen. Kann ich mir nicht anders erklären. Kann halt echt sein, dass wir den Schlüssel für oben brauchen und gar nicht hier runter gemusst hätten. Ich wollte eigentlich sagen, ich hätte auch einen früheren Speicherstand laden können, aber das bringt uns jetzt auch nichts, weil ich müsste ja frühestens bis dahin laden. Alles andere macht ja keinen Sinn. Wegen dem Schlüssel. Ja, aber scheiße gelaufen, würde ich mal sagen, weil ich denke nicht, dass wir da wieder zurückkommen. Hä, bin ich jetzt... Also irgendwas übersehe ich doch mal so richtig hart. Oh Mann. Ich weiß nicht. Ich schaue halt immer an die Wände, um halt zu gucken, ob da nicht irgendwo ein Gang ist, aber... Ja, ist ja kein... Gut, anders. Wir machen es jetzt mal so. Ich speichere jetzt erstmal... wo speichere ich denn? Ich glaube, ich speichere erstmal ganz unten. Oder? Nee. Ich speichere mal... hier drüber. Genau. Weil das ist jetzt so der nächstliegende Speicherstand, bis auf den ersten. Und jetzt lade ich mal einfach... 366. Ah ja, okay, das war mit dem Kollegen da hinten. Den haben wir noch nicht getötet hier. Ja, okay, das ist jetzt ungut. 363. Ja, das ist schon besser. Ne, der Schlüssel? Der lag woanders, ne? Oder lag der im Wasser? Keine Ahnung. Ist auch nicht so wichtig. Eigentlich geht's mir... Ah ja, ich dachte schon, jetzt kommt jemand. Fackel? Wir schauen uns erstmal hier um. Irgendwas habe ich übersehen. Ich meine, ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass es direkt zur Lösung beiträgt. Weil ich... Man muss ja irgendwie wieder unten was machen können. Das kann ja nicht sein, dass da gar nichts ist. Ich schätze mal einfach, ich habe einen Hebel übersehen. Und... Oh, warte mal, kann ich da hoch? Oh, warte, das geht doch. Oder? Moment, bevor ich jetzt da hochgehe, schaue ich mal kurz noch hier. Da kann ich auch hoch. Ha, so viele Möglichkeiten. Warum das auf einmal? Oder? Na, vielleicht ein bisschen nach links. Ah ja, guck an. Und jetzt? Jetzt geht mein Fackel los. Aber? Naja, so richtig gewonnen haben wir davon jetzt nichts, ne? Oder bin ich blöd? Wahrscheinlich beides. Der Typ müsste noch da unten stehen, ne? Ach nee, der ist noch nicht gespawnt. Tja. Also, ich probiere jetzt nochmal hier kurz dahin zu springen. Oh shit, wann habe ich die Aufnahme gestartet? Ich glaube, ich habe schon... Na, stimmt, ich habe ja vorhin gesagt, ja, wir haben schon 10 Minuten verplempert. Dann heißt es ja wohl, dass ich jetzt seit 15 Minuten aufnehme. Hoffe ich. Das geht doch. Das muss gehen. Also, das ist so... Ah! Na, ja, okay. Das war saublöd. Moment, Moment, Moment. Da finden wir schon noch eine Lösung. Das geht nicht. Warum sollte man da auch drauf holen? Ah, da hinten, genau, da ist es mit den Stacheln. Aber hier?
Nee. Was hätte ich auch davon? Ja, irgendwas ist. Warte mal, geht's da rein? Nee, das ist einfach bloß eine Textur. Das ist irgendwie ganz schön verwirrend hier. Ich glaube, das wird auch das erste Mal sein, wo ich nachschauen muss. Ich meine, die Folge geht jetzt noch 4 Minuten. Wenn jetzt ich in 4 Minuten das nicht geschafft habe, dass ich hier eine Lösung finde, dann würde ich mal sagen, schaue ich mal nach, wie es dann weitergeht. Aber das mache ich dann, wie gesagt, in der nächsten Folge erst. Nee. Shit. Das ist doch richtig shit. Wir kamen so weit ohne Lösung und jetzt muss ich doch nachschauen. Ich meine, ich könnte natürlich, ich würde es sicherlich finden irgendwann, aber das Problem ist, wenn ich jetzt halt 20, ich habe jetzt schon 20 Minuten verbraucht und die Zuschauer, so wie ich das verstanden habe, kennen sich da ein bisschen besser aus als ich. Und ich weiß nicht, wie sehr lang ich euch damit langweile, meine ich. Wie sehr ich euch damit langweile. Denn, ja. Ist nicht das, was ich eigentlich möchte mit den Videos. Die Videos sollen ja eigentlich dazu beitragen, damit euch die Langeweile vergeht. Und nicht noch die Langeweile fördern. Das ist so der Sinn dahinter. Ich denke, das kann man auch nachvollziehen. Ja, also keine Ahnung, irgendwie ist es mir alles ein bisschen, ja, fraglich. Also, ich werde hier das Gefühl nicht los, dass ich dahin kann. Lara, Mann! Frau! Wie auch immer. Hoffentlich Frau. Wieso hält sie sich einfach hier nicht fest? Muss doch gehen. Oder vielleicht dahin? Aber das ist ein bisschen zu schräg, ne? Nee, das ist ja. Also, wenn das wirklich die Lösung ist, ne? Dass ich hier einfach bloß besser springen muss, dann flippe ich aus. Weil ich komme nicht drauf. Ich probiere das jetzt noch ein paar Mal. Jetzt haben wir eh bloß noch 2 Minuten. Insofern. Jo. Oder ist es mit Absicht da so ein Ticken höher gemacht, dass ich mich da nicht festhalten kann? Traue ich dem Spiel ehrlich zu. Also. Könnte durchaus möglich sein. Ich meine, so kann ich ja da einfach nicht hochspringen. Das wäre ja auch zu einfach. Muss ja irgendwie ein bisschen schwierig sein. Ja, nee, sie möchte das nicht. Komme ich da vielleicht irgendwie aufs Dach da drauf? Ich meine, das ist alles. Wieso ist das alles verdammt nochmal so zu hoch? Oh. Moment. Hätte hier nicht. Wieso habe ich das überlebt? Hätte hier nicht jemand kommen sollen? Oder kommen die jetzt, wenn ich. Hier waren eigentlich Gegner. Eigentlich. Aber ich glaube, ich muss dazu. Warte, das möchte ich jetzt mal ausprobieren. Und ja, da ist er schon gespawnt, habt ihr das gehört? Das lag einfach tatsächlich daran. Oder? Ah ja. Jetzt machen wir halt mal kurz um. Aber es lag halt. Genau. Es lag halt echt daran, weil ich da einfach entlang gelaufen bin. Und anders hätte man da halt nicht hingekonnt. Der hält ja fast gar nichts aus, der andere hält mehr aus. Und die spawnen halt erst bloß, wenn man irgendwie in ihr Gebiet praktisch reingeht. Also von einer bestimmten Stelle aus. Deswegen, ich habe mich da, glaube ich, gerade ein bisschen unglücklich runtergeglitscht. Mal wieder. Ist ja nichts Neues bei mir, habe ich das Gefühl. Ich glitsch mich ja. Also ich würde sagen, ich habe schon sehr, sehr oft jetzt bei Tomb Raider irgendwelche Stellen teilweise unbewusst übersprungen, wo ich mir dann gedacht habe, ja, nee, so kann das doch eigentlich nicht sein. Und dann, wo wir geladen haben, haben wir dann rausgefunden, dass es dann doch eigentlich anders ginge. Insofern, ja. Aber gut, ich schaue jetzt mal kurz nach, ob die noch irgendwas fallen haben, weil das hatten sie ja beim letzten Mal nicht. Ich meine, zumindest habe ich die Gegenstände nicht aufnehmen können. Ja, das scheint mir auch jetzt so der Fall zu sein. Insofern war es das, denke ich mal, wieder. Halt hoch. Na gut, wisst ihr was? Der noch gucken. Bei dem noch gucken wir nicht. Ja, dann werde ich mal nachschauen müssen, weil noch eine Folge jetzt hier unten zu verbringen.
ist, denke ich, ein bisschen too much. Deswegen danke fürs Zusehen und wir hören uns wieder zur nächsten Folge. Ciao.